Hi, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe InstaLive. Nachdem wir letzten Monat ja mit der ersten Ausgabe herauskamen, freue ich mich sehr, euch heute zur zweiten InstaLive-Ausgabe begrüßen zu dürfen. Wir haben letzte Ausgabe, habe ich euch von einem ganz besonderen Fisch erzählt. Ich bin auch gerade wieder aktuell angeln. Sieht jetzt aktuell leider, haben wir ein bisschen schwierige Wetterverhältnisse, sieht nicht ganz so gut aus, aber ich meine, man hat ja immer einen Schuldigen, wenn mal nichts beißt und diesmal ist es für mich dann das Wetter, aber ich habe noch knapp 30 Stunden, ich bin mit einem Freund unterwegs, der erst seit kurzem seinen Angelschein hat und ich angel auf Karpfen und er angelt halt so ein bisschen nebenbei, bisschen auf Hecht, bisschen auch auf Karpfen. Wir haben jetzt gerade eben mal ein bisschen auf Barsch versucht. Halt einfach so ein paar unterschiedliche Sachen und ich habe ihn jetzt einfach mal hier mit an einen See genommen, wo ich seit über 25 Jahren selber zum allerersten Mal meine Angel reingeschmissen habe und mit dem Gewässer verbindet mich sehr viel. War jetzt viele Jahre leider nicht mehr hier, obwohl es direkt vor meiner Haustüre liegt, aber ich bin jetzt echt froh, wieder hier zu sein, auch wenn jetzt leider sich in der ersten Nacht noch nichts getan hat, aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mal gucken, ob noch sich der ein oder andere Fisch vielleicht dann doch überreden lässt. Ich habe jetzt eben ein bisschen die Routen umgelegt. Ich lag teilweise so ein bisschen in einem Bereich, wo halt Fadenalgen sind. Habe jetzt heute Morgen noch mal ein bisschen mir die Bodenstruktur und die Bodenbeschaffenheit angeguckt und habe jetzt freiere Stellen gefunden in dem Bereich, den ich gefüttert hatte. Und da liegen jetzt die Routen drauf und ja, mal gucken, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn noch einer beißen sollte. Wir sollten ein bisschen mal eine kleine Vorschau machen. Was erwartet euch bei der Ausgabe? Wir haben jetzt dieses Mal zum allerersten Mal, wie letzten Monat schon versprochen, eure User-Fragen. Und ich freue mich total. Wir haben ein paar richtig klasse Fragen bekommen. Und ich habe für diese Ausgabe euch einige rausgesucht. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Viel Spaß. Bevor ich auf eure Fragen eingehe, möchte ich euch aber noch mal ein bisschen näher im Detail erzählen, was ich hier an dem Gewässer bei der Session mache, was für Besonderheiten gibt es, worauf musste ich mich vorher einstellen. Wir sind hier an einem ca. 60 Hektar großen ehemaligen Braunkohlesee. Und man hat hier extrem viel Kraut. Rund um den ganzen See befindet sich ein riesengroßer Hornkrautgürtel, mit dem man sehr zu kämpfen hat. Deswegen ist der Einsatz von einem Boot hier wirklich wichtig. Der Verein hier, der hat Gott sei Dank Boote, die man benutzen kann. Von daher, das ist halt echt ein Riesenvorteil. Und es ist dann im Endeffekt so, dass man halt gucken muss, dass man dann die Routen hinterm Kraut platziert oder halt eben wirklich in relativer Seemitte, wo man halt so unterschiedliche Strukturen hat. Aber wichtig ist halt eben, dass man über dieses Hornkraut hinweg angelt erstmal. Und dann, wie ich ja eben schon erwähnt habe, muss man halt auch gucken, man hat teilweise relativ viel Fadenalgen und Fadenalgen sind halt fast, also finde ich, fast noch schlimmer, als wie wenn man jetzt so halt festes, strukturelles Bodenkraut hat, auf dem man ja durchaus ganz normal mit einem ausbalancierten Köder angeln kann oder präsentieren kann. Diese Fadenalgen, die sind aber ja so eine glibbrige Masse, dass sie sich halt einfach, egal wie ausbalanciert der Hakenköder ist, halt doch sehr an dem Köder und an dem Haken festsetzen. Und dementsprechend habe ich im Endeffekt zweierlei Montagen. Ich habe einmal halt ein kleines Gyro-Rig mit einem 15 mm Scopic Squid Pop-Up und einmal hier ein 24 mm Cultured Hookbait mit einem 15 mm Cultured Pop-Up drauf. Das sind eigentlich so die beiden Rigs, wie ich sie ja fast 90% meiner Angelei einsetze. Und darauf passe ich dann halt auch so ein bisschen die Bodenstrukturen an. Der Schneemann liegt auf etwas härterem
und festen Grund und der Pop-Up, den habe ich so in leichtes Kraut gelegt, der sich da ganz langsam halt draufsetzt. Und das sind im Endeffekt hier so die Besonderheiten, wo man halt dann drauf achten muss, weil man hat draußen teilweise in großen Bereichen die gleiche Wassertiefe und dann kommt es halt eben drauf an, da die Stellen zu finden, wo halt eben keine Fadenalgen sind. Und jetzt müssen wir mal halt gucken. Routen liegen neu und vielleicht haben wir ja Glück und die Taktik, die ich euch gerade erklärt habe, geht auf. Drückt mir die Daumen. Lange hat es gedauert, aber hier ist er endlich. Nachdem der Wetterumschwung diese Nacht kam, es hat fast die ganze Nacht geregnet, ist jetzt die Sonne wieder draußen, aber das schlechte Wetter hat die Fische scheinbar wieder zum Fressen animiert und heute Morgen konnte ich dann gerade den ersten Fisch fangen. Super happy, gut, dass ich mir gestern Abend noch mal unsere Futterplätze genau angeguckt habe und ja, hoffentlich kommt da noch einer, aber das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Fisch. Unglaublich geiler Fisch. Der Wind kommt auf und mit dem Wind und dem Regen kommen die Fische. Der absolute Wahnsinn. Was so kleine Wetterveränderungen
auf einmal ausmachen können. Absolut geil. Guckt euch diesen Fisch an. Fast ganz weiß. Der Wahnsinn. Mega happy. So, dann kommen wir mal zum Herzen dieser Kolumne. Und ich freue mich sehr, dass schon bei den ersten Aufrufen so viele Fragen von euch zustande gekommen sind. Also es ist echt Wahnsinn. Vielen Dank für diese große Beteiligung an der Kolumne. Über 4 Seiten Fragen. Wahnsinn. Ich habe mir mal 3 rausgesucht, die ich jetzt persönlich für die aktuelle Jahreszeit und aber auch für die aktuelle Situation sehr passend fand. Und da kommen wir zur ersten Frage von Romain C3. Der wollte oder möchte meine Meinung zur Zielfischjagd wissen. Und an dem Gewässer, wo wir uns gerade befinden, da begann, wenn man es so sagen möchte, meine Zielfischangelei eigentlich. Auch wenn ich in den letzten Jahren so ein bisschen diese Begrifflichkeit aus meiner Angelei gestrichen habe, so hatte ich es mir für viele, viele Jahre ganz groß auf die Fahne geschrieben, Zielfischangler zu sein, und habe mir halt jedes Jahr gewisse Ziele dann gesteckt, und das waren halt meistens einzelne Fische, die ich halt unbedingt fangen wollte. Und hier in diesem Gewässer war mein allererster Zielfisch drin, und es war ein L-langer Schuppi, pechschwarz, und diesen hat ein Freund von mir aus dem Nichts hier aus diesem See gefangen, nachdem wir immer so Fische bis 15 Kilo knapp gefangen haben, hat er diesen Fisch vor vielen, vielen Jahren plötzlich auf einmal mit 19 Kilo dann gefangen, und von diesem Augenblick an wollte ich ihn unbedingt selber fangen, und das dauerte viele Jahre. Also man muss dazu sagen, dass ich auch in der Zwischenzeit hier auch nicht mehr geangelt habe, aber ich habe dann so vor 8-9 Jahren dann halt hier das erste Mal wieder richtig intensiv geangelt und habe dann diesen Fisch auch tatsächlich in meinem ersten Jahr dann hier fangen können, mit knapp 25 Kilo. Absolut Wahnsinn, dieser Fisch, weil diese ganze Färbung ist für mich ein ganz besonderer Fisch. Und die Jahre danach habe ich mir dann an vielen Seen halt immer Zielfische dann gesetzt, und mal mit Erfolg, mal mit weniger Erfolg, aber ich bin in den letzten Jahren ehrlicherweise so ein bisschen davon abgerückt, weil man sich mit einer Zielfischjagd, also zumindest geht es mir so, immer selber so ein bisschen unter Druck setzt, und man ist, auch wenn man eine wirklich gute Session hatte, geht man immer mit so einem kleinen Wehmutsgefühl nach Hause, weil man diesen einen Fisch halt nicht dann gefangen hat, obwohl man eigentlich ganz viele andere super Fische dann gefangen hat, aber man halt so verbissen nach diesem einen jagt, und deswegen bin ich einfach in den letzten Jahren davon ab und suche mir halt Gewässer nach ihrem Gesamtbestand aus und angel dann halt einfach, und dann kommen die gewissen A-Team-Fische, sage ich mal, die kommen dann einfach von ganz alleine, und so angel ich einfach persönlich mittlerweile lieber, weil man einfach sich über jeden Fisch freut, weil jeder einzelne Fisch halt der Weg zu dem einen Zielfisch ist, und deswegen, so kann ich das Angeln halt einfach noch mehr genießen, und und das ist meine Meinung zur Zielfischjagd. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage hat gestellt MCHL27, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber die Buchstabenkombination ergab für mich kein Wort, von daher, ich hoffe, es passt. Vielen Dank für deine Frage bzw. Fragen, darauf kommen wir gleich nochmal ein. Aber die erste Frage ist: Langzeitfutterplatz oder mehr Location im Herbst? Wie ist deine Taktik bzw. deine Futterstrategie für den Herbst? Passt perfekt zur Jahreszeit aktuell. Der Herbst steht vor der Tür bzw. ist teilweise schon im vollen Gange. Das ist, würde ich die Frage ehrlicherweise beantworten, so ein bisschen eine Kombination dann natürlich, ne? Weil man kann natürlich über Futter vieles machen, wenn man das schlau und richtig mit Verstand einsetzt. Jetzt mal überspitzt, man kann mit Futter Karpfen auf dem Parkplatz füttern, so ungefähr, ne? Was ich damit sagen will, ist halt einfach,
wenn ich einen Langzeitfutterplatz anlege, dann suche ich mir halt oft, teilweise sogar extra, sehr monotone Bereiche in einem See, weil ich dann halt eine bessere Streuung habe und halt eben auf gleicher Bodenstruktur dann halt eben meine eingebrachten Köder weit streuen kann. Das ist anders, wenn ich auf kleinen Plateaus oder halt an Kanten angel. Da kann man halt immer nur besser kleinere Futtermengen einbringen, weil es halt einfach schwieriger ist, die dort auf der gleichen produktiven Wassertiefe zu verteilen. Von daher, meine Antwort ist, im Herbst, wenn ich Zeit habe, Langzeitfutterplatz auf monotoner Ebene, also auf einer monotonen Wassertiefe, so zwischen, sagen wir mal, 6 bis 8 Metern, kommt natürlich immer ganz auf das Gewässer an. Und wenn ich wenig Zeit habe und halt an unterschiedlichen Seen angel, dann natürlich klar, das A und O ist halt einfach dann Location, und das macht halt einfach 90, wenn nicht sogar 95 oder noch mehr Prozent des eigentlichen Angelns aus, ne? Weil ich kann halt Fische nur da fangen, wo sie halt sind, und wenn ich nicht die Zeit und die Möglichkeit habe, mir die Fische irgendwo in einen Seeteil zu holen über Futter, dann geht es natürlich nur über Location. Deswegen die Antwort: Man kann beides machen, kommt auf die jeweilige Situation an. Beides kann sehr produktiv sein. So, damit kommen wir schon zur letzten Frage für diese Folge. Und ja, ich habe vorher überlegt, soll ich 2 Fragen vom gleichen Fragensteller aufnehmen? Und ich muss euch sagen, in dem Falle ein ganz klares Ja. Denn die schöne Frage bezüglich des Langzeitfutterplatzes oder Location kam schon von ihm, aber jetzt hat MCHL27 noch eine, nicht unwichtige Frage gestellt, nämlich: Was zieht dich Woche für Woche ans Wasser und woher nimmst du diesen unentbehrlichen Spirit? Erstmal vielen Dank, weil in dieser Frage steckt ja auch ein gewisses Kompliment. Und ich muss halt einfach sagen, und meine Freunde, meine Familie, die machen das Spiel ja schon seit einigen Jahren mit, eigentlich Jahrzehnten. Denn seit meinem 10. Lebensjahr bin ich eigentlich regelmäßig dann zum Nachtangeln draußen. Waren es früher noch mal Aale, Raubfische, aber relativ schnell hat sich ja dann alles Richtung Karpfenangeln dann entwickelt. Und relativ schnell hat man halt auch gemerkt, nicht nur ich, sondern auch mein Umfeld, dass ich das halt einfach brauche. Ne? Also das ist natürlich mein Hobby, aber es ist auch einfach eine Lebenseinstellung und vor allen Dingen für mich ein Lebensgefühl. Wenn ich mich unter der Woche nach der Arbeit rausquäle, es ist teilweise wirklich quälen, erstmal, und dann im Herbst, Winter halt im Dunkeln bei Nieselregen aufbaue und dann halt morgens im Dunkeln bei Nieselregen einpacke, um dann wieder ins Büro zu fahren, da stellt man sich halt manchmal schon die Frage: Warum machst du diesen Scheiß eigentlich? Ne, so, was zum Teufel machst du hier? Ne? Aber wenn ich dann einfach wieder im Büro bin und ich das Ganze, was in den letzten 12, 13, 14 Stunden passiert ist, so ein bisschen für mich Revue passieren lasse, merke ich halt einfach, wie viel mir das Angeln gibt und wie viel mir halt auch einfach so eine verregnete Drecksnacht gibt, weil ich einfach draußen war, weil ich draußen geschlafen habe, weil ich geangelt habe. Und das ist einfach für mich der Antrieb, der mich halt einfach schon seit so vielen Jahren, auch in Zeitfenstern oder in Bereichen in meinem Leben, wo du eigentlich gar keine Zeit hast, ist es mir halt einfach wichtig, dass ich immer angeln gehe. Und du musst dir einfach Zeitfenster schaffen, und das ist der Spirit, der mich jedes Mal wieder ans Wasser treibt, und das seit so vielen Jahren. Oh, das war so schön. So, das war die 2. Folge InstaLive. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe meine Routen gerade frisch ausgelegt. Hoffentlich geht noch was. Drückt mir die Daumen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.